Zu dem Zeitpunkt war es für mich sicher ein absoluter Nackenschlag, das muss ich ganz klar sagen. Aber jetzt bei der Verkündigung war es für mich keine Überraschung mehr. Natürlich war Max eine sehr wichtige oder hat eine sehr wichtige Rolle eingenommen, aber es geht ja hier auch ausschließlich mal um den Verein, der mir natürlich sehr gut gefallen hat, die Mannschaft auch. Und der Max war sicherlich auch noch ein zusätzlicher Faktor. Es gibt ja viele Spieler bei uns, die schon sehr, sehr lange auch mit Max Eberl zusammengearbeitet haben. Nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl gehabt, wir haben ja letzten Freitagabend zusammen mit Mannschaft, mit Staff, mit allen Beteiligten einen Abend verbracht. Und ich habe schon auch das Gefühl gehabt, dass jetzt auch eine jetzt erst recht Mentalität entsteht. Es war jetzt nicht nur so, dass ich von Max die Rückendeckung gespürt habe, sondern wirklich auch vom kompletten Verein. Natürlich sind wir und auch speziell auch ich gefordert, in dieser Situation jetzt einfach auch zu punkten. Deswegen ist dieses Spiel auch in Bielefeld wahnsinnig wichtig, auch gegen Augsburg zu Hause dann. Wie gesagt, die Rückendeckung spüre ich. Nein. Da wir gesagt haben, wir nehmen an Spekulationen nicht teil, gilt das. Ja, zeitnah heißt ja nicht schnell, sondern wie wir sind, in Ruhe.